Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Winke Pönig. Heute möchte ich Ihnen das Bilderbuch, mein sprechendes Wörterbuch, Bilder suchen, Wörter hören von Sibylle Brauer vorstellen. Es ist 2014 im Koppenrath Verlag erschienen. Wie schon der Titel anspricht, handelt es sich hier um ein Bildwörterbuch, was eine Sprechfunktion hat. Entsprechend dick ist das Buch, weil hier hinten versteckt sich die Technik. Also man sieht hier vorne die Seiten. Und ungefähr die Hälfte des Buches ist der Technik vorbehalten. Gleich vorab, das Buch, was für Kinder ab 18 Monaten empfohlen ist, hat eine Funktion, die die Eltern und ihre Nerven schont. Man kann es an- und ausschalten, hier an diesem Knopf. Und hier befindet sich die Batterie, die man, falls nötig ist, austauschen kann. Susanne Graber hat die Wörter, über 20 gesprochene Wörter, eingesprochen. Und es funktioniert recht einfach. Man drückt genau auf das Symbol und dann hört man das entsprechende Wort vorgesagt. Thematisch geht es um Alltag für kleine Kinder, also um Spielen, um Frühstücken. Hier ist das Spielzimmer zu sehen, das Kinderzimmer oder ums Frühstücken in der Küche. Und auf der linken Seite ist die Szene zu erkennen und rechts sind immer so vier ausgewählte Gegenstände, die man dann suchen kann, beziehungsweise hier sich vorlesen lassen kann. Die Vorlesefunktion funktioniert folgendermaßen: Man aktiviert hier die Seite und dann drückt man auf das entsprechende Symbol in der Mitte und das Wort wird vorgelesen. Um die Seite zu aktivieren, beziehungsweise die Gegenstände vorlesen zu bekommen, und ziemlich kräftig immer drauf drücken, also vor allem für kleinere Kinder, so ab 18 Monate, denen fällt es schwer. Das ist so ein Negativpunkt, der mir aufgefallen ist. Und am Anfang drücken natürlich die Kinder auch mal hier oder mal hier oder an der Seite, aber ich gehe mal ein bisschen ran und man sieht hier so einen kleinen Ring. Und innerhalb dieses Ringes, wenn man da drauf drückt, hört man das Wort. Am Anfang drücken also, wie gesagt, die Kinder mal überall, dann so auch am Rande des Gegenstandes und wundern sich, dass da nichts vorgesprochen wird, aber relativ schnell kommen die dann auf den Trichter, dass es in der Mitte ist. Ja, die Bilder sind recht farbenfreudig, so bunt, von Sibylle Brauer gemalt und sehr realitätsnah. Also die Kinder erkennen Alltagsgegenstände sofort wieder. Und sieht sehr ähnlich aus wie ein Haushalt mit kleinen Kindern. So ein Stuhl hat wahrscheinlich jeder fast in seinem Haushalt. Was auffällig ist, dass die Personen recht steif oder irgendwie stimmt es da in der Symmetrie nicht so richtig. Da ist. 12 Seiten, 20 sprechende Wörter und das Buch kostet 16,95 €. Also relativ teuer, weil es daran liegt, dass es hier eben diese Technik dahinter verbaut ist. Ja, 4 von 5 Sterne habe ich besprochen. Die genaue Rezension finden Sie in der Infobox. Ich verlinke dann auf die Rezension im Blog. Ganz nett gemacht. Wer die Vorlesefunktion mithaben will, dem empfehle ich das Buch. Ansonsten ja, relativ teuer mit 17 € für so ein Bildwörterbuch. Ansonsten ganz gut gemacht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Wir lesen uns oder wir hören uns. Ihre Wenke Bönig.